Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Video von mir für euch. Heute mit dem Morpheus Jet Pro 9012E von HP. Das ist ein Smart Business and Productivity Device hier am Start. Es ist ein All-in-One-Drucker. Und ja, HP hat da so ein Abo-System in das Leben gerufen. Auf Abos stehen ja gerade viele. Und deshalb haut HP jetzt in diese Kerbe da rein. Wir kriegen nämlich 6 Instant Ink Probemonaten mit HP Plus dazu. Wow, 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 läuft, Diggers. Wir können dadurch nämlich schlauer drucken. Ja, wir halten 6 Probemonate dafür. Nach Ablauf des Probemonats können wir ab 99 Cent dann nämlich etwas dazu buchen. Ja, ist das vernünftig? Ich würde sagen, wenn ihr ganz wenig druckt, ist es vernünftig. Also wirklich, wenn ihr bis zu 10 Seiten im Monat druckt, ist es eine vernünftige Sache. Wenn ihr drüber kommt, ist es echt teuer. Denn wenn ihr etwas mehr druckt, so 100 Seiten aufwärts, dann kostet das im Abo ungefähr 5 Cent pro Schwarz-Weiß-Druck oder normalen Druck, was ihr auch immer druckt. Wenn ihr aber Replacement-Tintenpatronen euch holen solltet, dann wärt ihr ungefähr bei 3 Cent pro Seite. Ne? Also müsst ihr mal gucken. Ich glaube, ich werde mal gucken, ob ich das mache oder nicht. Was aber wirklich nicht schlecht ist, wenn ihr ganz wenig druckt, habt ihr sozusagen immer sozusagen, ja, für 99 Cent pro Monat die Druckpatrone frisch. Aber dann muss man auch wieder hingehen, diese Druckerpatrone wird dann jahrelang da drin rumgammeln und dann auch irgendwann austrocknen. Also ich weiß nicht. Ihr könnt Old Fashioned Way machen und zum Beispiel Replacement-Druckpatronen reinmachen oder ihr geht halt über das Instant Ink System. Vor allen Dingen ist das für Leute, die chillig gerne den Drucker dort immer bestückt haben. Das heißt also, das System geht nämlich dann smart vor, sprich es ist mit dem Internet verbunden und meldet dann den HP-Servern, wenn eure Patrone leer ist und die wird dann automatisch zugeschickt. Ihr schickt die alte Patrone, die leeren Patronen dann zurück, vorfrankiert, das kostet euch nichts, die werden recycelt, gut für die Umwelt, okay. Und dann habt ihr das so. Aber das kostet halt schon was. Ne? Also wenn ihr dort nämlich hingeht und sagt, wir sind ein kleines Büro, 700 Seiten pro Monat gibt es da, dann kostet euch das 25 Euro pro Monat. Ich weiß nicht. Na, okay, aber es geht ja auch um den Drucker hier, oder nicht? Denn wir haben einen Farb-Multifunktionsdrucker, der ideal für kleine und mittlere Unternehmen geeignet. Wir können drucken, wir können kopieren, wir können scannen, wir können Fax nutzen und Vorlageneinzug. Okay, bis zu 3 Jahre Garantie auf die Hardware, nachdem wir uns natürlich innerhalb von 60 Tagen ab Kaufdatum registrieren. Das heißt, wir kriegen eine Bonus-Garantie, denn in Europa oder Deutschland ist es ja so, 2 Jahre Garantie ist Pflicht. Wir können es upgraden auf 3, wenn wir uns kostenlos registrieren. Wir können über WLAN, Wi-Fi, also Wireless Local Area Network, drucken. Wir können über LAN, sprich über eine Patchkabel drucken. Wir können AirPrint benutzen über Apple-Geräte. HP Smart App können wir natürlich auch nutzen. Das ist also eine App für unser Smartphone. Google Play Store oder Apple Store, kein Problem. Die HP Smart App runterholen, dann den Drucker im gleichen WLAN haben wie die Smart App auch. Und dann könnt ihr dort auch drucken immer von. Oh yeah. HP Plus erfordert natürlich ein HP Smart Konto, eine Internetverbindung und die ausschließliche Nutzung von Original HP Tinte während der Lebensdauer des Druckers. Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendbare Original-Elektronik-Schaltkreise von HP verfügen. Er nützt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit modifizierten oder nicht von HP stammenden Schaltkreisen zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert hatten. Das heißt also, HP sagt uns damit schon, Digga, ja, Replacement-Teile werden nicht funktionieren bzw. nicht lange funktionieren. Das ist natürlich eine echte Bevormundung des Kunden, finde ich, was wirklich nicht nice ist, oder nicht? Das ist doof.
Wiederverwendete elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten, wiederbefüllten Druckpatronen. Das ist gut für die Umwelt. Also wir wollen ja jetzt nicht alles schlecht machen, nicht wahr? Wir haben hier einen smarten Drucker am Start. Ne? Er aktualisiert sich von selber, ist sicher und bereit für Drucken von nahezu überall. Wenn wir natürlich eine Internetverbindung haben oder im Wi-Fi oder WLAN sind oder im LAN. Wir haben intelligente Tinte oder Toner-Abonnements, wenn wir das wollen. Dadurch können wir bis zu 70% günstiger sein, natürlich wenn wir das nur mit den Original-HP-Patronen vergleichen. Und wir haben Produktivität im Taschenformat. Also der Drucker ist nicht im Taschenformat, okay? Denn wir haben eine kostenlose Erweiterung mit der HP Smart App, können wir nutzen. Das heißt, wir können darüber scannen und senden von Dokumenten etc. viel reibungsloser machen. Und es ist smart für den Planeten. Bei HP Plus steht der Planet natürlich an vorderster Stelle und nicht der Umsatz. Also bitte, HP würde doch nichts wegen dem Umsatz tun, sondern nur was für den Planeten. Ne? Das heißt, klimaneutralen Drucken ohne Abholzung und einer geschlossenen Recycling-Kreislauf für die Druckerpatronen. Das ist doch schon mal gut. Wenn wir HP Plus nutzen, haben wir eine intelligente Cloud-basierte Konnektivität und Sicherheit. Smartes Drucken. Das haben wir ohne HP Plus natürlich nicht. Smarte Tinter-Toner-Lieferservice, 6 Monate instant dabei. Danach können wir halt das nutzen, wann wir wollen oder nicht. Und ohne HP Plus sind HP Instant Ink Patronen verfügbar. Es gibt aber auf dem Markt, habe ich schon nachgeguckt, Replacement Parts. Nur dort ist halt immer die Gefahr, das werden wir noch herausfinden in einem halben Jahr, ob das wirklich so ist. HP Smart App erweitert die HP Smart App Lösung mit HP Plus und ansonsten müssen wir eine Standard HP Smart App nutzen, die aber auch einen guten Leistungsumfang hat. Und smarte Nachhaltigkeit. Natürlich sagt HP Forest First Programm, wenn wir im HP Plus Modell sind. Wenn nicht, haben wir Recycling von den Buttertonen mit dem Instant Ink System auch verfügbar. Die Garantie ist ein Jahr mehr, wenn wir HP Plus benutzen, ohne natürlich nicht. Die Voraussetzung, es erfordert Original HP Tinte oder Toner, HP Konto und Internetverbindung. Ihr seht also, ein bisschen nice hört sich das schon an, oder nicht? Ja. Kompatible Netzwerkbetriebssysteme sind Windows 11, 10, 8, 7, Vista, macOS, Sierra, El Capitan und High Sierra und Chrome Operating System funktioniert auch. Dann haben wir kompatible, also Netzwerkbetriebssysteme waren das. Die kompatiblen Betriebssysteme sind 11, 10, 8, 7 von Windows und Windows Server, Chrome OS sind auch noch dabei. Betriebssysteme mit Windows XP und Windows Vista werden nicht mehr unterstützt. Aber die sind auch uralt. Ne? Also ich weiß nicht, das ist schon sehr alt. Ne? Der Prozessor, der eingebaut ist, ist ein 1,2 GHz Prozessor. Die Speichermöglichkeit Standard 512 MB, maximal natürlich auch 512. Das Anzeigengerät des Bildschirms, welches auf eurem Drucker sich befindet, hat eine 6,86 cm, das sind 2,7 Inches, kapazitive Touchscreen-Ausmaß, ist ein CGD. Wir haben alles dabei, was wir brauchen. Der Office Pro 9012E ist am Start hier. All-in-One-Drucker, schwarze Setup-Tintenpatrone, Cyan-Setup-Tonne, Magenta-Setup-Tonne. Das heißt, wir haben Gelb noch am Start und das heißt, wir haben ein 4-Drucker-Patronen-System, können also auch gezielt eigenständig einzelne austauschen. Wie gesagt, wenn wir nicht im HP Plus Programm sind. Dann mobiles Drucken geht über Chrome OS, HP Smart App, über Apple AirPrint, Wi-Fi Direct Pair Printing und Mopria zertifiziert. Dann Wireless geht Wi-Fi 802.11 A, B, G und N ist integriert. Wir können natürlich auch über Ethernet, also sprich über eine LAN-Schnittstelle, das Gerät anpingen und drucken. Wir haben einen USB 2.0 Port, einen Host-USB, Ethernet-Zugang, Wireless natürlich und zwei RJ11 Modem-Ports. Netzwerkprotokolle werden auch unterstützt, und zwar 9100, LPR, SNMP, SLP und Internet Printing Protocol. WS-Print, Wireless ist auch am Start. Dann, Foto-Unterstützung ist dabei. Foto-Handy-Beschreibung, direkter Fotodruck über Kamera-Handys dank der HP Smart Air Print System oder Wireless Direct ist da. Wir haben Fax- und Telefonfunktion, Farbfax, automatische Verkleinerung, keine Antwortwahlwiederholung, Kurzwahl, also alles so, was ein Fax, ein Oldschool-Faxgerät immer noch machen kann und sollte.
Dazu müssen wir es aber natürlich mit der T-Steckdose verbinden. Das Ding selber hier wiegt ungefähr 9 Kilogramm. Die Abmessungen sind bei 440 mm in der Breite zu 342 zu 278 mm in der Dimension. Die Stromversorgung läuft über ganz normalen Euro-Stecker. Das heißt also, wir stecken das Ding ganz normal in unsere Steckdose dran. Der Energieverbrauch liegt bei 30 Watt beim Druck, 5,8 Watt im Bereitschaftsmodus und 1,2 Watt im Ruhemodus. Und dann, wenn wir ihn manuell ausschalten, verbraucht er immer noch Strom. 0,08 Watt. Ich gehe kaputt. Warum das denn? Ach, die neuen Zeiten, ne? Wir haben ein Universalnetzteil, welches eingebaut ist. Die Software, die wir haben dabei, wenn wir sie möchten, ist im Onlineshop für Zubehör, HP-Drucker-Software, können wir nutzen, brauchen wir aber nicht. Mac-kompatibel ist das System, das heißt, wir können es auch in einem Macintosh benutzen, Apple-System. Dann haben wir noch Sicherheitssysteme wie Firewall, Zertifikationsalgorithmen etc. am Start. 4 Druckerpatronen, Tintentyp ist pigmentbasiert, schwarz und farbig. Farben sind Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb. Daraus mixt er alles zusammen. 4 maximale Druckfarben. Wir können diverse Größen an Ersatzkassetten dann ordern. Zum Beispiel welche, die 1000 Seiten bringen, die 700 Seiten bringen. 2000 ist auch möglich und es gibt sogar eine Schwarz mit 3000 auf dem Markt. Wir haben Druckkopfdüsen und zwar einen richtigen Haufen. 6272 Stück an der Zahl. 4 Druckköpfe, weil 4 Ink-Systeme hier am Start sind. Es ist HP Instant Ink geeignet. Das sind ja nicht alle HP-Drucker, deshalb muss man das nochmal voran. Seitenreichweite, das heißt 850 Seiten schwarz, 420 Seiten in Cyan, Magenta oder in Gelb, zusammengesetzte Reichweite. Okay? Ausgabedateiformate sind PDF, TIFF oder JPEGs. Wir können zum Beispiel scannen an einen USB-Stick rein, dann geht los. Drucken, kopieren, scannen, faxen können wir. Druckleistung monatlich bis zu 25.000 Seiten im Durchschnitt. Wir können also richtig loslegen. Die empfohlene monatliche Druckvolumen liegt bei 1.500 Seiten. Warum empfiehlt man das? Weil bei Tintenstrahldruckern doch immer die Möglichkeit eines Austrocknens da ist. Und das passiert halt doch manchmal, wenn man gar nicht viel druckt. Das ist doof. Dann haben wir den wichtigsten Merkmal ist natürlich das HP Plus Programm. Ne? Es ist mit HP Instant Ink kompatibel. Wir haben eine Dokumentenzuführung und Duplex-Druck, also beidseitiger Druck. Dann haben wir die Drucktechnologie, geht über eine thermische HP-Tintenstrahldrucker-Technologie. Die Möglichkeit dort auch randlos auf Fotopapier zu drucken ist gewährleistet. Das ist dann bis zu A4. Beidseitiges Druck ist automatisch in Standard angesetzt, finde ich auch vernünftig. Wir können Speichergeräte und Direktdruck benutzen, also USB- oder Flashlaufwerke auf der Vorderseite sind verknüpfbar. Multitasking wird unterstützt. Papiersensor haben wir hier keinen verbaut, das heißt also, wir müssen schon dann auch mal, also der gibt uns schon Info, wenn es aus ist oder so. Ne? Ihr seht also die Druckgeschwindigkeit in Schwarz, 22 Seiten pro Minute. In Farbe sind es nur in Anführungszeichen 18 Seiten. Schwarz-Weiß, nicht im ISO-Wert, sondern im A4-Segment, Entwurf selber, sind 32 Seiten. Da seht ihr also, sind wir schon ein bisschen schneller am Start. Okay, das sollte also alles gut sein. Die maximale Zufuhrkapazität selber ist sehr interessant. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, die Standardzufuhrkapazität so auf 250 Blätter zu maximieren. Das ist ja schon mal was, nicht wahr? Der maximale Druckbereich liegt bei 216 zu 356 mm. Die meisten werden sowieso A4 drucken, das tue ich auch, deshalb alles cool. Die Druckqualität liegt bei 1200 zu 1200 dpi. Gerendert. Und wir haben einen thermischen HP-Tintenstrahldrucker hier am Start. Das heißt also, der kann das alles bewerkstelligen, nicht wahr? Wir haben unterschiedliche Druckmedien, die wir unterstützen können. Das heißt, wir können hier A4 Umschläge drücken, A5, A6 Briefumschläge. Wir können randlos Fotos, wir können Fotos drucken. Randlose Fotos werden dann aber im Standardmedienkomplex in Duplex nicht unterstützt. Wir haben hier
Kopierspezifikationen. Wir können bis zu 99 Kopien maximal machen. Also heißt nicht, dass es danach kaputt geht, sondern dass wir sozusagen diese einstellen können im System. Wir haben die Kopierauflösung für schwarzen Text bei 600 dpi gelesen und Kopiergeschwindigkeit schwarz-weiß, optimal natürlich A4 bis zu 5 Kopien in der Minute. Wir können aber auch bis zu 32 Kopien gehen. Das ist dann hier in Farbe zum Beispiel, ist dort auch möglich. Die Kopierzeit ist ungefähr 7 bis 9 Sekunden, die dort genutzt werden, bis ihr eine Kopie in der Hand habt. Die Scannerfunktion selber. Wir haben so ungefähr die Kapazität von 35 Blatt Möglichkeit. Wir können Graustufen 256 scannen. Wir können ins Dateiformat JPEG, Bitmap, TIFF, RDF, RTF, Text und PNG ausgeben, das Scansystem. Wir haben 1200 dpi Scan-Auflösung. Das ist also absolut vollkommen nice. Wir können 8 Bilder scannen mit 200 ppi in Schwarz-Weiß. Das ist ja auch ganz recht passabel, alles okay. Wir können beim Fax eine automatische Wahl wiederholen, verzögern, senden von Fax können wir einstellen, Fax der Weiterleitungen und bis zu 100 Fax-Speicherseiten setzen. Also ihr seht, faxmäßig sind wir auch ganz gut drauf. Die Faxgeschwindigkeit sind 4 Sekunden pro Seite. Das ist also auch recht passabel. Wir können dort also uns einen vernünftigen Drucker oder Druckqualität hier wirklich sehen lassen. Was mich halt wirklich sehr stutzig macht, ist, dass HP dort ganz krass auf sein eigenes Produkt, dieses Programmes geht und sogar schon ganz klar uns sagt, Digga, wenn du andere benutzt, wird das nicht funktionieren. Das ist nicht gut, denn das beeinträchtigt, finde ich, die Freiheit des Benutzers da hinten. Das ist der HP Office Jet Pro 9012E. Ein wirklich sehr guter, passabler, gut nutzender Drucker, der für kleine und mittelständige Unternehmen gemacht ist. Aber ihr könnt es ja auch als Privatmensch natürlich sehr gut nutzen, denn die Druckergebnisse sind wirklich sehr passabel und nice.